Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, in diesem Video erkläre ich euch komplett das Bankend-Event und ich würde mal sagen, ich mache es so kurz wie möglich, ja, was nicht möglich ist, aber ich versuche mein Bestes. Los geht's. Und kleine Hinweise vorab gibt es jetzt und danach kommen wir wie es funktioniert. Natürlich habe ich euch Kapitel auch in der Beschreibung mitgeliefert. So, wir haben hier einen Kalender erstmal, der nennt sich Ishalt Session. Und da ist ganz wichtig, dass ihr da euch regelmäßig einloggt, weil laut Kabam sozusagen, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr einfach die Belohnungen verpasst. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir den Auszeichnungskalender. Da ist es auch sehr wichtig, sich regelmäßig einzuloggen und auch da keine Tage zu verpassen. Ansonsten entgeht man der kompletten Belohnung. So, noch zum Schluss ein kleiner Hinweis. Solltest du von deinem Anführer oder von dem jeweiligen Offizier in deiner Allianz gekickt werden, so bekommst du am Schluss dieses Bankett-Allianz-Event leider nicht die Abschlussbelohnung. Das ist natürlich etwas sehr barsch und auch natürlich auch sehr, sage ich mal, sauer. Also wie eine saure Suppe, Gurkensuppe. Aber da kann man leider nichts machen. Kabam sagt auch, politisch gesehen können sie sich nicht in die Allianzpolitik einmischen und von daher schau, dass du in deiner Allianz gut mitmachst und nicht von deinem Allianzanführer oder vom jeweiligen Offizier von deiner Allianz, also in deiner Allianz sozusagen, einen Kick erhältst. Ein weiteres Anliegen habe ich hier auf dem Herzen, bevor wir gleich loslegen, ist dieses Angebot, dieses großes Bankettangebot. Kauft es nicht, macht das nicht. Kabam hat schon so und so viel Umsatz gemacht und die sollen endlich mal ihre Fehler beheben, ihre ganzen Bugs und Exploits, die da gibt, auch dafür sorgen, dass ein bisschen das Spiel sauber bleibt. Und von daher, ja, war es das erstmal von meinem Hinweisen und meinen Anliegen. So, jetzt gehen wir mal in unsere E-Mail und dann schauen wir uns das mal ganz an. So, Geschenke also erhalten von Micha. Vielen Dank nochmal. Das ist also nichts anderes wie ein Nominierungsgeschenk oder mehrere, wie man sagen tut, Nominierungsgeschenke. Und das akzeptieren wir natürlich auch von Vegeto und so weiter. Und das funktioniert einfach so, dass man diese verschenken kann. Es geht in beide Richtungen. Aber wichtig ist, man kann, wenn man ein Geschenk erhalten hat, das nicht so jetzt machen, also nicht so jetzt einfädeln, dass man das demjenigen zurückschickt und dass man da Punkte dafür bekommt. Das hat Kabam gesperrt. Das heißt, das ist nicht möglich. Man erhält nur eine Nominierung einmalig und dann, wie wir vorher im Kalender erwähnt haben, erhält man noch einmal Nominierungsgeschenke, also per Kalender. Das heißt, man kann die im Kalender komplett sammeln und wieder versenden. Und so beim Bankett letztendlich, was ich hier dir gleich zeige, bei diesem Bankett, wie du sehen kannst, ausgewählten Wahlabstimmungsevent Bankett, da diese dafür einsetzen. Und mehr ist das einfach nicht. Und 500 Punkte sind die ersten 10. Und noch einmal, wenn du dich komplett eingeloggt hast, erhältst du die Möglichkeit, nochmal 500 Punkte zu vergeben. Und dann hast du 1000 und dann hast du damit auch das komplette Bankett abgeschlossen. So, und jetzt kommen wir zu den Events. Es gibt zwei Events, einmal Einzel-Events und einmal ein Allianz-Event. Kommen wir zum Einzel-Event. Beim Einzel-Event, da hast du einmal ein Bankett nur für dich zum Naschen und zusätzlich ein auserwählten Wahlabstimmungsevent. Ist auch nur für dich, okay? So, jetzt
Scroll ich mal etwas weiter nach unten und da kommen wir gleich zum Allianz Bankett Event. Das funktioniert ganz einfach. Du musst Kristalle öffnen oder Made Units kaufen und daran, also nimmst du Punkte, also du sammelst Punkte und du kannst gewisse Belohnungen sammeln in der Allianz. Das heißt, wenn du nichts beisteuerst, bekommst du auch keine Allianzbelohnungen, ist ganz klar. Und je nachdem, wie viel du beisteuerst und wie viele Punkte du erreichst, also eine gewisse Punktzahl brauchst du, um eine gewisse Belohnung zu bekommen, erhältst du auch die jeweilige Belohnung. So, kommen wir jetzt nun zu dem Punkt Verschenken. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, insgesamt sogar drei Möglichkeiten. Ich zeige dir hier mal die erste. Das heißt, wir klicken auf den Avatar und du siehst auf der, also links unten, wo der Button Sozial ist, unten drunter, siehst du das temporäres Verschenken, also Abzeichen. Und wenn wir dann draufklicken, dann siehst du, aha, keine Kristalle und auch keine Booster, aber dafür Items. Und da haben wir Items, also von High-Serien bis Booster, Markierungen und Meisterkernen und Energieschüben und auch High-Serien Wiederbelebung für die Übergriffe. Und dann, wie du siehst, habe ich zum Beispiel jetzt drei Spieler markiert. Und wenn ich Blitze verschenken würde, würden diese 90 Units kosten. Das heißt, mit Units verschenken wir. Ganz wichtig. Also, du solltest halt Units haben, damit du verschenken kannst. Dann noch wohlgemerkt, umso weniger du markierst, umso weniger Units musst du bezahlen. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, mehr Blitze zu verschenken. Das heißt, wir scrollen nochmal ganz weit nach unten. So ein bisschen ziemlich weit unten. Und ja, dann machen wir es doch. Und dann machen wir mal mehr Blitze. Ich denke mal so 10 Stück. Ja, vielleicht 13. Na, komm, machen wir doch 10. Und klicken dann auf Weiter. Und du siehst 300 Units, 600 Units, wenn es halt mehr Spiele sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir einfach auf den Allianz-Button klicken und dann auf Mitglieder. Und dann hast du hier diesen Button Geschenke verschicken. Und wenn du auf den Button Geschenke verschicken klickst, dann siehst du, kannst du auch Geschenke verschicken. Und natürlich hast du noch eine Möglichkeit, zum Beispiel auf dem Avatar von einem Spieler zu klicken und dann auf den Button Geschenk zu klicken. Nun kommen wir zum Schluss. Dazu klickst du auf Kristalle. Wir haben einmal die kleinen Kristalle oben und einmal unten die großen Kristalle. Du hast die Möglichkeit, ganz normal die Kristalle zu öffnen, einfach indem du auf den Button Öffnen klickst. Oder du kannst auf den Banner klicken, den ich jetzt markiert habe, also halt auf eine leere Stelle. Und du kannst weitere Kristalle mit Units dazu kaufen. Okay, lass uns mal ein paar Kristalle öffnen. Fangen wir doch gleich mit den kleinen an. Ihr könnt bei den kleinen, da ist der einzige Unterschied zwischen den kleinen und großen, sehen, wenn ihr sie einzeln öffnet. Und daher öffne ich mal ein Kristall einzeln, um euch zu zeigen, was ungefähr so für Belohnungen man sehen kann, was man erwarten kann. Und dann fangen wir doch mal gleich an. So, ihr seht schon, so einige tolle Belohnungen bei den kleinen Kristallen. Wecker, 5 Sterne, Juwelen oder 4 Sterne Wecker und viel, viel mehr. Oder auch sogar 4 Sterne Splitter. Nicht schlecht, sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Und den Rest, den öffnen wir einfach komplett. Das liegt einfach daran, dass es im Durchschnitt so ist, also meine Erfahrung halt, dass man, wenn man öffnet, auf einmal, dann kriegt man meistens bessere Belohnungen. So, jetzt kommen wir mal zu den großen Kristallen. Die öffnen wir jetzt auch einmal einzeln, damit du siehst, meine Aussage stimmt. Du siehst nichts, also du kannst es nicht sehen. Da
das ist von KBM mit Absicht gemacht worden. Politisch gesehen ja, gibt es da auch einen Hintergrund, aber ob das so stimmt, da ist nur Gerichten zufolge, von daher werde ich da jetzt nichts drauf erwähnen. Du siehst, was man bekommt im Nachhinein, und wir öffnen jetzt einfach mal alle, da das dann schneller geht. Siehst du, gar keine so schlechte Belohnungen, jetzt unbedingt nicht das Beste und auch nicht vom Feinsten, aber immerhin etwas haben wir erhalten. So, gehen wir mal zu unserem Bankett. Erstmal auf das Einzel-Event natürlich und auf Sammeln klicken. Kriegen wir schon was Schönes raus, so 300 Units. Und dann scrollen wir unten, nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, was gibt es denn noch Schönes. Aha, Allianz-Events. Auch nach unten scrollen. Da haben wir auch was Schönes erhalten. Da erhalten wir einmal die Belohnungen für ein Relikt. Dann einmal Basisentwicklerstufe 4 und nochmal 275 Units und dann nochmal 5 Sterne, also Basisentwickler, also Colorentwickler und dann nochmal ein Geschenkkristall, einen großen. Ne? Also da haben wir also schon einiges erhalten. Es dauert ein bisschen, das Kabam halt typisch, und da erhalten wir nochmal Alpha-Entwickler von der Stufe 2. Na, das ist nicht schlecht. Und nächste Belohnung wird dann nochmal 275 Units. Also man sieht, auch ohne Einkaufen geht das. Aber natürlich, Minimum muss man halt erreichen, und das ist auch machbar, also auch ohne sich einzukaufen. So, ich öffne jetzt mal einen Kristall, so auf die Schnelle, um mal zu schauen, ob man überhaupt was bekommt, gescheites, aber naja, eine Standardbelohnung. Und dann schaue ich nach, okay, ich bekomme nochmal Units, ich klicke da mal sammeln, sicher ist sicher. Und jetzt würde ich mal sagen, kaufen wir uns noch ein paar per Units Kristalle, eins und zwei, und dann klicken wir auf Öffnen. Und nicht schlecht, Herr Specht. Oh, mir gefallen die Belohnungen gut, sind ja jetzt nicht so allzu groß. Man könnte jetzt mehr noch öffnen, wenn man mehr Units hätte, aber naja. So, dann gehe ich ja mal wieder an mein Bankett, um mal ein bisschen was zum Naschen. Aha, da haben wir noch mal was zum Naschen, da haben wir noch was zum Naschen, eine ganze Menge. Das ist nicht schlecht, oder? Aber ich muss sagen, Belohnungen, auch wenn man nicht immer beim geöffneten Kristall so Top-Belohnungen bekommt, finde ich, ich meine, kann man Glück haben, kann man Pech haben, aber ich finde die trotzdem gut, nicht schlecht. Also das Beste momentan, was Campbell überhaupt nie machen konnte, nach 1000 Jahren. Oder sagen wir mal nach einem Jahr. Komm, einen nehmen wir noch, da haben wir drei, öffnen drei. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Ja, passabel, manches könnte auch besser kommen, aber ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es immer so schön. Ja, so wie du siehst, dann haben wir nochmal bei einem Bucket, haben wir naschen können. Und dann kriegt man nochmal so einen 5-Sterne-Nexus-Kristall und nochmal so ein Geschenkkristall. Ja, das ist nicht schlecht. Oh, gehen wir auf Allianz-Events. Jetzt haben wir noch was zum Naschen. Ein 4-Sterne-Relikt. Lecker. Nicht schlecht. Ja, das ist doch mal schon etwas. Das mal sowas zu bekommen in normalen Umständen nicht möglich bei Köppel. So, dann öffnen wir nochmal welche zwei. Nicht schlecht. Okay, nicht das Beste, aber hier heißt es so schön. Das Glück ist nämlich jeden gegolten. So, jetzt öffnen wir nochmal einen 5 Sterne, einen Nexus Kristall. Oh, nicht schlecht. Kann ich erwecken? Oh, ich erwecke den mal. Das ist ganz einfach. Abomination. Der hat auch verdient, mal was Gutes zu bekommen. Eine Erweckung. Nach 5 Millionen Jahren. Und klar, splitter ein bisschen, immer gut. Was haben wir da angeboten? Ach Gott, das ist viel zu teuer. So, mal schauen wir mal, was wir noch haben. Können wir nochmal die öffnen. So, nochmal öffnen. Jawohl. Gehen wir zurück, genau. Öffnen wir mit dieser, mal kriegen wir da was Schönes. Ach, geht so. Okay, tja. Was haben wir noch für Schönes? 25, meine Güte. Das mal so einfach zu bekommen. Nach 1000 Jahren. Wunderbar. So, was haben wir noch, was wir öffnen können? Die öffnen wir später, die Duell-Chips. Da mache ich ein extra Video für euch. Schönes extra Video. Lecker. Was haben wir da? Schön lecker. Essi. Hamburger, Cheeseburger, alles umsonst. Nimm. Das ist das einzige Jahr, wo ich auf KBM nicht wütend bin. Und das war es auch schon von mir. Ja, das behalte ich für mich, die Kristalle zu öffnen.
Und ja, wenn es dir das Video gefallen hat, abonnieren, liken und that's it.